even get some calls. Mahlzeit, Leute, und willkommen zurück. Beziehungsweise willkommen bei mir. Mein Name ist Slex Vapor und wir spielen heute eine Runde Kontrolle. Weil die letzte Runde, das letzte Video lief ja ganz gut. Ich muss eh noch ein paar Kills machen, ich weiß noch nicht. Bin mit einer positiven KD rausgegangen, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel das für den Dings hier gemacht hat. Nee. Party im Schmelzsiegel. War doch nicht so gut. Aber wir können uns ja die anderen Beutezüge kurz angucken. Haben wir immer dahin. So, das ist okay. B-Linie eingenommen, Eroberung, bla bla bla. Handfeuerkills, Pistolenkills. Ja gut, da gehe ich kurz durch. Mach die Kills und dann passt das. Auch wenn ich jetzt eher nicht auf die Palindrom gehe, sondern ich versuche halt eine majestätische Rache zu bekommen, eine perfekte majestätische Rache. Das heißt mit Messsucher, gezogener Lauf und sicherer Schuss. Und als letzten Perk entweder Hidden Hand oder Roulette. Das ist mir eigentlich Wurst. Roulette wäre natürlich ein bisschen besser, finde ich, weil wenn du schon Messsucher hast, dann hast du sowieso auf Range mehr und dann ist Roulette auch besser. Aber wenn du Roulette nur, also nur Roulette hast, mag ich es gar nicht. Weil dann fehlt mir dann doch die Range. Weil was bringt dir das, wenn der Gegner, sagen wir mal, keine Ahnung, 20, 30 Meter wegsteht, du ihn anhittest, Roulette triggert, aber das Ding macht gerade mal 60 Schaden, weil der halt so weit weg ist. Ne? Messsucher kontert das noch ein bisschen. Das heißt, du könntest dann Glück haben, dass du vielleicht sogar, keine Ahnung, 80 bis 90 Schaden machst oder mehr. Von daher, dann ist Roulette okay, aber so als Einzelperk mag ich persönlich Roulette nicht. Also ich habe auch eine Palindrom mit Roulette, ich habe eine Palindrom mit Hidden Hand, ich habe eine Palindrom mit Messsucher und die Palindrom mit Messsucher spiele ich persönlich am liebsten. Weil man halt auch auf Range ein bisschen Schaden macht. Jedoch, endlich. So, gucken wir mal ganz kurz, was mein Handy sagt. Mir mal kurz die Map angucken, ob die auch für die letzte Wort hat das auch funktioniert. Kontrolle! Alpha Team! So. Ich weiß, dass du kämpfen kannst. Ja, muss ich. Kannst du auch ein Gebiet haben? Gucken. Ich gehe mal zur B-Linie. Weiter Zone C eingenommen. Zone A. Ich mag keine Warlocks. Aber sie sehen natürlich geil aus, ne? Aber. Na. Okay, für die Map ist das auf jeden Fall nix. Da muss ich mit meiner Imago-Schleife kommen. Alter, bewegen wir nicht so viel. Yo, und der hinten, alles klar. Jetzt läuft es gerade nicht so gut, kann das sein? Wunder, dass ich hier noch nicht von der Sniper weggeholt wurde. Aber kommt noch.
sicher. Ich spiele gerne Pumpe auf Range. Ich bin 11. No hate. Zone B verloren. Zwei für den Preis von einem. Moritz. Ich bin der kleine Moritz. Zone B ist sicher. Was da los? Verloren. Zone C neutralisiert. Der Feind hat Zone A erobert. Zone C ist sicher. Ach ja. Und das meine ich mit Hidden Hand. Wenn da zu viele Gegner stehen, dann springt die so und nimmt sich irgendeinen Gegner, der in der Nähe ist. Aber nicht den, den man schon angehittet hat, der sowieso schon low life ist. Mega nervig. So, Super ist bereit, alles klar. Echt jetzt? Zone A ist sicher. Ja, ja, Schaden über Zeit, ich bin tot. Zone C verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Schwere Munition kommt. Schwere Munition verfügbar. Wir haben Zone C neutralisiert. Zone C eingenommen. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Klar, war Supercell, Alter. Die sehe ich in letzter Zeit so häufig. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Feind hat Zone B erobert. Also meine KD wird jetzt auf jeden Fall negativ sein. Das weiß ich. Zone C verloren. Zone A ist sicher.
Feind hat Zone C eingenommen. Zone B ist neutralisiert. Zone B ist sicher. Wolf mit der Wermut, ja gut. Noch 5 Minuten. Also ich habe ja nichts gegen Sidearms. Die gehören halt zum Spiel dazu. Echt jetzt der schon wieder, wenn ich kann kein PvP spielen. Ja, kein Problem, spiel tight mit Striker, alles gut. Dann kannst du auch was. Alles klar. Zone A verloren. Wenn du da Panik kriegst, einfach nur die Chaos-Faust zünden. Das passt schon. Alles klar. Zone B verloren. Naja. Der Feind hat Zone A erobert. Zone das sind also Sachen, da regt man sich drüber auf, aber es gehört halt irgendwie mit zum Spiel dazu. Feind hat Zone B erobert. Oh, hat er seine Pumpe weggepackt? Gute Nate geworfen, gute Nate. Muss ich persönlich sagen, hat er sehr, sehr gut geworfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir hier gleich ein Titan entgegenkommt. Alles klar. Ich kann Held sehen. Ich kann Held sehen. Aua. Hey, wo kommt das denn her, Alter? B ist neutralisiert. Zone B ist sicher. Ich hab nichts gesehen. Zone A neutralisiert. Zone A ist sicher. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Zone C verloren. Doppelkill. In Führung. Feind hat Zone C eingenommen. Sag ich ja. Was? Oh nein, der will mich killen. Chaosfaust. Ich mag Striker gar nicht. Ohne mich, Freundchen, ohne mich. Zonen unter Kontrolle. Ziele eliminiert. Gute Arbeit. Tja, aber nicht mehr in der Zeit geschafft. Das war mal spannend. Also meine KD wird auf jeden Fall nicht positiv sein, das weiß ich. Ne, 08. Und Perfect Ace Luna. Nö. Hängen wir doch mal eine Runde dran, würde ich mal sagen. Wobei, nee. Ich werde
noch einen anderen Modus spielen. Von daher, außerdem kürzere Videos mögt ihr lieber. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Ne? Wäre nett, wenn ihr mir noch einen Daumen hoch und ein Abonnement da lasst. Kommentar würde ich mich auch gerne drüber freuen. Von da und wir sehen uns beim nächsten Video oder in meinem Livestreams. Alles Link unten in der Videobeschreibung. Macht's gut, ich bin raus, euer Slex Vapor. Ciao.